Liebe Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück bei Need for Speed Rivals. Im Hintergrund der wunderschöne orangene BMW M3 GTS. Wir müssen den Kopf zerstören und Gold bei Interceptor kriegen. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach mal direkt in die offene Spielwelt. Tja, wie jetzt zerstört man am besten den Kopf? Kaputtrahmen, EMP reinjagen, irgendwie sowas. So, womit fangen wir denn an? Gold bei Interceptor holen? Ich würde sagen, ja. Events, Interceptor. Wo ist das nächste? 300 Meter entfernt. Ja, perfekt. So, da wären wir auch schon. Und da kommen auch schon die Cops. Entkomme dem Cop. Oder den Cops. In 2 Minuten muss ich entkommen. Okay. Kriegen wir das hin, ja, ne? Ich glaube, ich darf beliebig flüchten, also auch in die andere Richtung. Insofern, tschüss. Ja, ja, der dreht auch direkt wiederum, ich weiß. So, dann viel Spaß mit deiner EMP. Ich habe umgedreht. Und damit hat er die EMP versemmelt. Na, wir sind schon einmal entkommen. Wir sind auch gerade mal... Ah, und da ist der Heli wieder da. Okay. Ich dachte gerade, das war doch schon etwas zu schnell. 30 Sekunden, obwohl 2 Minuten Gold ist, das kann ja auch nicht sein. Na, mal gucken, ob wir das schaffen. Also, entkommen sollte an sich machbar sein. Ah, wir entkommen gerade schon wieder und da ist die Verfolgung schon wieder fortgesetzt. Tschüssi! Ja, so schnell fährt man dann mal 320. Eigentlich sollte ich doch entkommen, oder? Oh, jetzt geht's in die Berge. Hier schneit's. Haben mehr. So, ich fahre mal hier hoch. Mal gucken, vielleicht kriegen die mich da nicht. Und dann haben wir es auf jeden Fall noch in Gold geschafft. Komm schon. Jawohl, das haben wir in Gold geschafft. Den ersten Teil haben wir damit gemacht. Ich muss jetzt nur noch einen Kopf zerstören. Da haben wir doch schon einen. Der will doch auf die Fresse kriegen. Na komm, nimm mal das EMP-Ding mit. EMP-Treffer. So, das Problem ist halt, dann wären es mehr Cops. Ich muss aber einen zerstören. Und wie, ist mir noch nicht so ganz klar. Na, hätte ich den getroffen, dann vielleicht, aber... Na, ich habe ihn gerammt, aber leider hat mich das weggerammt, statt dass ich ihn weggerammt hätte. Ich dachte mir, mit Turbo da reinhämmern, das müsste die noch umhauen. Na, nicht ganz. Das Problem ist halt mit den Cops, die sind verdammt robust. Und wenn ich da einen zerstören will, ich weiß auch nicht. Also früher hat man das mit Verfolgungsstoppern gemacht, da waren die im Ratzfatz weg, ne? Aber jetzt, heutzutage, guckt ihr den an, der kriegt da nichts abgezogen, wenn ich da mal reinsammel. Und dann wird wahrscheinlich, dann sind es auch so viele, dass du gar nicht immer nur einen angreifen kannst. Ja, es wird nicht einfach. Ach, schade, ich dachte... Ah, Gott, 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 ich dachte, da komme ich noch weg. Nee, ich wurde von der EMP getroffen. Also GPS, nächste Werkstatt, 2,8 Kilometer. Wir müssen dahin. Sonst ist mein Wagen gleich Geschichte. Können wir wenigstens noch ein bisschen hier durch die schönen Berge fahren. Schnee und... all sowas. Dann kommen wir zwar, aber... oder auch nicht.
Ja, so einen Kopf zu zerstören wird, glaube ich, nicht einfach. Weil die sind einfach so robust mit deren Autos, dass da viel passieren muss. Und dann habe ich natürlich jetzt auch noch Turbo dabei, statt einer zweiten Waffe, wie zum Beispiel irgendwie Schockrammer oder so. Dann wird es schwierig. Da vorne haben wir eine Werkstatt, die brauche ich auf jeden Fall. Ohne die läuft hier gar nichts mehr. Ich finde es auch immer schön, dass man hier überall so Durchschnittstempozonen hat, in denen man so eine besondere Durchschnittsgeschwindigkeit erreichen muss und dann kann man sich mit seinen Freunden vergleichen, wie schnell war der in der Zone und sowas. Das ist echt ziemlich geil. Das ist jetzt hier wieder das Ende. Seht ihr, zack, und jetzt habe ich hier in der Zone zum Beispiel Durchschnittsgeschwindigkeit gehabt von 182 und zum Beispiel dieser Hans F. Gieser hatte 192 und so. Und da kann man da immer so ein bisschen vergleichen. Ich habe natürlich wenige Leute da, die es auch gerade spielen. Da kann ich nicht so gut vergleichen, weil es nur einer ist, aber trotzdem spaßig. So, ich brauche einen neuen Kopf. Oder willst du so lange mit mir mal ein Kopf-an-Kopf-Rennen machen, lieber, ha? Machen wir das mal, bis die Cops wieder da sind. Der mit seinem Lambo denkt auch, er kann mit seinem Lambo gegen meinen BMW ankommen. Oh, shit. Turbo incoming! Tschüssi! Der Lambo, süß. Wow. Ui, boah. Da bin ich aber geflogen, hör mal. Krass. Ja, es ist manchmal dann doch etwas krass, wenn man mit so 300 Sachen in die Kurve fährt. Das ist keine gute Idee meistens. Aber ich sammle immerhin schön Fahndungssterne und das ermöglicht mir dann mehr Kopf zu haben und dann kann ich vielleicht leichter mal einen ausschalten. So, mein Lieber. Daneben, ich habe dich doch getroffen. Ja, habe ich auch. Tschüssi. Wow, schon wieder sowas hier. Schon wieder komplett quergestellt. Egal, noch 3 Kilometer. Und mein Kollege ist wer weiß wo. Man sieht ihn nicht mehr. Na, da vorne haben wir einen Kopf. Auch gut. Es gab sogar bei Need for Speeds, da konntest du die einfach nur anrammen und die sind quasi schon gestorben. Ich glaube, bei Most Wanted war das nicht auch so, dass man die nur so antatschen musste und dann sind die in die Wand geflogen und so. Ja, schlimm auf jeden Fall. So, noch 300 Meter, dann haben wir's. Und dann habe ich Gott sei Dank auch noch immer Cops bei mir in der Nähe, oder? Sie werden abgehängt. So, das haben wir auf jeden Fall als erste abgeschlossen. Aber wo sind die Cops denn? Fahndungsstufe 5, ja, sehr gut, sehr gut. Ich will aber nicht entkommen, ich will ja mehr Cops haben. Ich muss ja noch einen zerstören, da ist einer. So, mein Lieber. Den Raser da vorne können wir auch mal zerstören eigentlich. Einfach so, weil wir es können. Ne, den wollte ich gar nicht. Wie von Nagelband getroffen. Ne, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Okay, ich brauche dringend eine Werkstatt. Wow, erwischt worden. Nein, wir haben alle Speedpoints verloren. Ja, so ist das, wenn man erwischt wird.
Man glaubt es nicht, aber anders als im Most Wanted 2012 hat das erwischt werden tatsächlich harte Folgen, denn die ganzen 40.000, 50.000 Speedpoints, die ich hatte, sind weg. Weg. Einfach weg. Wenn du die nicht speicherst, sind die weg. Ja, krass. So kann's passieren. Null Speedpoints. Aber anscheinend irgendwie... Hey, warte mal. Zerstöre einen Kopf habe ich ja. Anscheinend. Ja, wir gehen mal erstmal zurück auf die Strecke. Mal gucken, ob es dann wieder richtig angezeigt wird mit dem Kopf zerstören. Tja, da wurden wir zum ersten Mal erwischt. Jetzt mehr oder weniger so im Chaos einfach. Ich habe da gar nicht so drauf geachtet, dass mein Leben irgendwie low war. Aber das kann halt doch relativ schnell passieren. Und dann, wenn du nicht gespeichert hast, die Speedpoints, sind sie weg. Haben wir 40.000 verloren. Das würde aber öfters noch passieren, denke ich mal. Also, ich habe anscheinend auch einen Kopf zerstört. Irgendwie im Eifer des Gefechts da vorhin. Dann können wir jetzt eigentlich direkt hier ins Versteck und das Ding abgeben. Ja, das haben wir. Okay. Rang erhöht, neue Lackierung, neue Verfolgungstechnologie, neue Leistungsupgrades, neuer Wagen. Und wir kriegen jetzt den Mercedes. Ich glaube SLS Black Series war das oder sowas, ne? Ist auf jeden Fall ein heißes Teil. Hohoho, was eine Schleuder. Kapitel 3, das bedeutet Krieg. Der Bürgermeister nahm sich heute extra die Zeit, Officer John McManus im Krankenhaus von Redview County zu besuchen, wo seine im Einsatz erlittenen Verletzungen behandelt werden. Laut einem Polizeisprecher werden die Behörden nicht aufhören, bis die Verantwortlichen gerecht bestraft sind. Wenn die Polizei eine Lektion daraus lernen kann, dann die, dass sie nicht mit uns mithalten kann. Officer McManus war an seinem Limit. Wir noch nicht. Angeblich gefährden wir die Öffentlichkeit, aber eigentlich sind sie außer Kontrolle. Aber sie leugnen die Wahrheit. Sie wollen Rache für ein Verbrechen, das es nicht gab. Die Cops waren unsere Rivalen. Jetzt sind sie unsere Feinde. Es gibt keinen zweiten Platz. Und deswegen soll ich Silber bei einem Event kriegen, weil es keinen zweiten Platz gibt. Das macht ja voll Sinn. Also für das nächste kriegen wir den Porsche 911 GT3. Ist ein Dreier, ist er von der Seite Slam? Nö. Silber bei Hot Pursuit, 3 Cops mit Verfolgungstechnologie. Ja, das klingt easy machbar alles. Fahndungsstufe 3, kein Problem. Hot Pursuit, Silber, auch kein Problem. Und 3 Cops mit Verfolgungstechnologie treffen, auch kein Problem. Dann nehmen wir die. Und bei der Wagenauswahl, es lockt natürlich jetzt schon, dass wir den mal reintun, den Mercedes. Aber... ich weiß nicht. Ach, guck mal, wir kriegen sogar automatisch eine höhere Fahndungsstufe mit den beiden Wagen. Mit dem dann sogar schon 3. Oder ist das der Punktemultiplikator wahrscheinlich, ne? Und dann mit den letzten wahrscheinlich, ne, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 2. Also okay, wir kriegen dann... Aber ich meine, der ist schon sehr heiß, klar. Jetzt haben wir nur gerade leider 40.000 Punkte oder so verschenkt, deswegen ist das natürlich jetzt relativ viel Geld. Was hat denn der? 6-0, 6-2 und was hat der? 6-2, 6-2. 4-5, 6-2. Ja, der ist, also mein BMW ist momentan noch besser, aber ich würde gerne auch ein paar Autos ausprobieren, um die euch auch zu zeigen und ein bisschen mit denen zu fahren. Also nehmen wir den mal. Jetzt muss man das immer wieder kaufen hier. EMP Level 2. Elektrostatisches Feld Level 2. Schockwelle Level 2. Turbo Level 2. Ja, wir haben halt nicht das Geld dafür eigentlich, ne? Für die ganzen Sachen. Zumindest lackieren können wir. Oh ja, gib mir den mal in Rot bitte. Machen wir das so wie beim Porsche. Das gefällt mir. Leistungstechnisch habe ich gerade nicht das Geld. Ich meine, okay, ein bisschen was, klar, können wir machen.
Vor allem das Handling ein bisschen hoch wäre ganz gut, weil das ist sehr schlecht bei dem. Stärke auch, ja. Machen wir das auch noch rein. Bleibt das denn so? Also hat der das auch noch, wenn ich den später auswähle? Das würde mich eigentlich interessieren, ob das dann gespeichert bleibt. Dass ich quasi die Wagen nach und nach upgrade. Das wüsste ich eigentlich ganz gerne. So, EMP auf jeden Fall rein. Und hier dann den Turbo wieder, würde ich sagen. Und wenn ich dann, kann ich auch noch Turbo Level 2 kaufen. Der kostet dann aber wie viel? 25.000. Level 2 erhöht den Schub und die Wirkungsdauer des Turbos und kann öfter eingesetzt werden. Wie ist das beim EMP Level 2? Level 2 verkürzt die Erfassung, erhöht den Schaden und reduziert die Nachladezeit. Was kostet das denn? 17.500. Ja, gib mal her. So, dann würde ich sagen, gehen wir noch kurz in das, in die offene Spielwelt. Wir machen das wahrscheinlich nicht komplett, die Liste, aber wir fangen schon mal damit an. Jetzt haben wir wieder einen neuen Wagen. Also, ich meine, klar, den BMW M3, ich habe den auch quasi gerade erst bekommen. Wir haben da auch ein bisschen was dran getuned, Geld reingesteckt, ein bisschen Speedpoints. Aber ich denke mir andererseits, auch wenn der Wagen geil ist, ich will euch ja auch verschiedene Autos zeigen. Es sind ja alles heiße Schlitten und dann will ich auch mal den fahren und guckt euch das an, das Ding. Oh mein Gott! Ist der geil. Oh Gott. Das Video muss ich eigentlich dem Naro schicken. Der ist so ein richtiger Mercedes-Fan und ich glaube, das ist so eines seiner Traumautos. Und wenn ich den jetzt gerade so sehe, ich habe da nie so ein Augenmerk drauf gehabt auf Mercedes-Wagen. Aber hier der SLS AMG, oh mein Gott, ist der gerade geil. Aber irgendwie sehen auch die Autos in dem Spiel alle so geil aus, deswegen... Vielleicht liegt es auch am Spiel. Aber ihr könnt doch nichts gegen sagen, dass der einfach nur sexy ist, oder? Doch, also ich finde den sehr heiß. Muss ich eigentlich echt mal dem Naro schicken. Der ist so ein richtiger Mercedes-Fan. Wird ihm gefallen, glaube ich. Und der AMG-Sound ist natürlich auch immer monstermäßig, ganz klar. So, wir wollen drei Silber bei Hot Pursuit, erreiche Fahndungsstufe 3. Ja, ich weiß nicht, Hot Pursuit können wir ja mal noch machen. Das dauert ja nicht allzu lange, hoffe ich mal. Oh, 7 Kilometer ist aber weit. Nee. Und der andere, 8 Kilometer. Die sind wahrscheinlich echt schon danach sortiert, ne? Dann sind die aber alle so weit weg. 12 Kilometer. Ja, nee, dann, das ist mir dann zu viel. Dann versuchen wir nur noch eben Fahndungsstufe 3 zu erreichen oder irgendwie mal ein bisschen noch rumzufahren. Und ein bisschen Terror zu machen. Einfach um vielleicht, ja, also irgendwas noch zu machen, aber das macht, ja, Fahndungsstufe 2, siehst du, so schnell geht das nämlich. Dass wir zumindest schon mal die dritte Fahndungsstufe erreichen. Kopf an Kopf rennen gestartet, juhu! So, das Kopf an Kopf rennen fahren wir noch und dann machen wir den Rest beim nächsten Mal. Ein Ford GT, der legt sich ernsthaft mit mir an. Ich meine, das ist auch ein geiles Auto, aber... Ich finde meinen irgendwie gerade sehr viel heißer. Alle Einheiten, verfolge einen 1041 auf der Interstate 4. Könnte ein Code 3 Einsatz sein. Ja, ja, ist ja kein Problem, wenn ihr mich mal ein bisschen kontrolliert. An alle Einheiten eingreifen. Ist das geil, das Ding. Ein Monster. Und das haben wir auch als erster beendet, das Kopf-an-Kopf-Rennen. Ansonsten haben wir jetzt von den Sachen noch nichts erfüllt. Das heißt, die müssen wir dann beim nächsten Mal noch erfüllen. Oder ich kriege jetzt noch zufällig Fahndungsstufe 3. Aber der fährt auch nur so an die 300, 305, ne? Mehr macht der nicht. So, wir sind gerade mal bei einem... Multiplikator von 2 und ein bisschen. Also ich glaube, die 3 dauert noch ein bisschen. Deswegen, ja, bringt das jetzt nichts. Wir fahren dann jetzt nicht mehr weiter. Aber ich finde das halt gerade so geil, mit dem rumzufahren. Moment. Turbo Power! Ich wollte auch eben reparieren gehen. Ich kann das Auto ja nicht in dem Zustand lassen. Zack. So. Okay, weiter machen wir dann beim nächsten Mal. Ah, jetzt haben wir sogar die Fahndungsstufe 3 perfekt noch erreicht gerade. Oh, ich habe den sogar zerstört.
Ja, mit Kerl. Nice. Ja gut, beim nächsten Mal machen wir dann noch Silber für einen Hot Pursuit und 3 Kopftreffer mit Technologie. Bis dahin euch einen schönen Tag. Sagt mal, was ihr von dem Audi erhaltet. Ich finde ihn sehr pornolicious. So ein geiles Ding. Und ja, beim nächsten Mal geht's dann weiter. Bis dahin, schönen Tag, bye bye, euer Walle.